Ahoi meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei Far Cry 3 und wie angekündigt möchte ich mal ein paar feindliche Lager noch einnehmen und schauen, wie groß sie sind oder in welchem Umfang das sich jetzt zeigt. Ich glaube, ich muss hier über eine Brücke oder so. Ich wollte jetzt hier eigentlich nicht den Weg lang fahren, weil ich jetzt schon wieder gesehen habe, dass zwei gegnerische Wagen auf mich zukam. Oh. Das muss ich ausnutzen, tut mir leid. Aber... Ach, wisst ihr was? Wir haben ja einige Skills. Drei. Naja. Naja. Wir sprinten schneller. Das kann nützlich sein. Nee. Das hier mal noch. Das ist auch nicht schlecht. Loot Takedown. Ja, deinen Arm brauche ich mir jetzt nicht angucken. Hier, da haben wir jetzt unglaublich viele grüne Pflanzen, kriegen wir da jetzt. Glaube ich zumindest. So habe ich das jetzt verstanden, dass wir hier zwei jedes Mal bekommen, genau. Oh. Siehst du, das ist das, was ich meine. Die überall Patrouille, die Autos kommen dir entgegen, es nervt. Ja. Da kommt auch schon wieder einer. Ich muss hier aufräumen, Leute. Ganz ehrlich, ich muss hier einfach aufräumen. Und dafür werden jetzt wieder einige Folgen draufgehen. Na komm, wir crouchen echt schneller als die laufen. Ist der Wahnsinn. So, haben wir das auch? Aha. So, wo ist es denn? Muss ich da erst hier über eine Brücke fahren? Hier rüber. Nein. Nein, ich glaube nicht. Doch. Doch, doch. Ja, Gegner schon wieder. Siehst du, das nervt. Oh. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich will euch jetzt hier nicht beim Patrouillieren will ich euch jetzt nicht stören. Ah, nee, ich hab nicht hoch. Der Wagen schafft es nicht, aber ich schaffe es. Ich schaffe es auch nicht. Sehr schön. Ach, da oben ist das Lager. Na gut. Es sieht immer so aus, als ob der nie ganz durchlädt. Oh, Hunde. Ich höre schon wieder Hunde. Ich sehe aber auch nichts. Durch das verfickt hohe Gras. Muss ich von woanders ran. Das
Hier habe ich zwei, da habe ich dich, da ist verdeckt, ist da gerade noch ein Scharfschütze. Oder ist das der? Das ist der. Da ist jetzt gar keiner oben drauf. Hier ist noch ein Käfig. Da ist ein Hund. Den mache ich erstmal. Das merkt keiner. Und der bemerkt ihn. Das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, was da drin ist. Wir können ja mal von da rangehen. Von der Seite. Dann sehen wir vielleicht noch ein paar mehr Gegner. Hier sind ja sicherlich noch ein paar. Oh, ein Bär ist das. Der könnte mir natürlich was bringen. Den Alarm. Visiert er das auch an? Nee. Ich glaube, den Alarm visiert er nicht an. Ich würde ganz gern den Bär freilassen. Dann würde ich versuchen, den Alarm mal zu treffen. Und wenn ich Pech habe, ist das nicht der einzige. Ich glaube, das wird nicht der einzige sein. Mal gucken, ob der Bär schon von einem Schuss... Ja, der Bär ist los, da steppt der Bär. Boah, hat mich beinahe... Ah, hat mich noch nicht gesehen. Erstmal den... So, und ich glaube, die haben den Bär jetzt erledigt. Nein, der ist immer noch da. Ha, cool. Der macht ganz schön viel Bambule. Nein, jetzt entdeckt er mich. Da ist nichts dabei. So, jawohl, das war's doch. Also ich wollte jetzt nicht Ewigkeiten da wieder hincrouchen und einen Takedown versuchen, dann hätte er sich bestimmt wieder umgedreht. So, mit Hilfe des Bären. Jawohl, also so wie ich das verstanden habe, sind das die Männer von heute. Ja, ich verstehe halt bloß nicht, warum die mich in Ruhe gelassen haben. Mein Gesicht ist ja mittlerweile weltbekannt, ja. Also ich meine in dieser Stadt, in dieser Festung oder was das war, warum die mich da in Ruhe gelassen haben, das weiß ich nicht. Old All, den könnte ich noch gebrauchen. Achso, Loot Items, ja. Das ist für die Spritzen da. Die Spritzen, das werde ich ja auch bald benötigen, weil ich ja jetzt immer von jeder Pflanze zwei bekomme. Wir sehen. Haha, hier, zack, 7 Spritzen erstmal hergestellt. Super. Da fühle ich mich doch gleich viel sicherer. Ich würde jetzt ganz gern mal dahin schauen. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Deswegen schaue ich da auch hin, jetzt. So. Ah, der Bär, der hat richtig ordentlich, der hat reingehauen. Ja. Zum Dank nehme ich dir dein Fell weg. Bärenhaut. Bärenkatapult. Ist von einem Comedian. Jan-Philipp Zimny. Könnt ihr mal danach googeln. Den finde ich auch super. Absolut super, den Typen. Das ist so, der hat um nochmal von denen ein bisschen was zu erzählen, der hat wie so eine Art Poetry Slam gemacht. Das ist ja, da nimmt man quasi einen Zettel und liest es halt vor. Ja, und er hat das halt, das sollte eher so auf poetische Ader beruhen und er macht das halt so auf Comedy, sag ich mal. Gut, hier kann ich jetzt nicht rein. Äh,
Muss ich das einnehmen oder? Nee. Na gut, okay. Das weiß ich jetzt leider nicht, was da jetzt hier. Warum das jetzt. Ja. Ja, einfach ja. Ich weiß es nicht. Funkturm, der nächste Funkturm. Oh Gott, der ist da hinten. Also suchen wir erstmal ein Auto. Bliblablub. So. Die gucken sich alle so schön an. Das ist nicht gut. Der bleibt ruhig sitzen. Oh Gott, jetzt hat er mich. So. Ja, das geht einigermaßen. Ich sag mal so, die haben schon ganz schön dicke Kevlar-Westen. Wenn mehr von denen kommen, dann wird es ganz schön hart. Aber ich glaube auch, dass die Waffen jetzt ein bisschen stärker werden. Also hier die zum Beispiel. Die möchte ich bloß jetzt bei dem nächsten Händler mal freischalten. Auto haben die leider nicht hier. Ah, schade. Nur ein Haufen Müll. Wow. Wow. Naja. Das ist nicht meine Sache. In die Natur will ich mich nicht, will ich nicht eingreifen. So. Ist nicht mein Problem. Ich glaube, ich brauche euch gar nicht, oder? Hier. Ich brauche deren Fell, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Deswegen, also so zum Spaß töte ich die natürlich nicht. Also nur wenn sie irgendwie mir vollkommen auf den Sack gehen oder mich irgendwie nerven, keine Ahnung. Kann ich denn auch... Ich kann bestimmt auch irgendwie die Waffe wegstecken, das weiß ich jetzt leider nicht. Dann rennt er bestimmt noch schneller. Und ja, ich habe das Auto jetzt gerade nicht genommen, weil ich ja sowieso gleich da bin. Was ist das? Ist das grüne Pflanze oder... Ach, ich nehme einfach mal mit. Egal, Hauptsache Pflanzen, immer rein damit. Oh, so viel zum Thema gleich da. Ja, so wie die Bergziegen kann ich das jetzt nicht machen. Hier, so guten Halt habe ich nicht. Euch weiß ich, euch nehme ich jetzt einfach mal, weil bei euch weiß ich jetzt nämlich nicht, ob ich das noch gebrauchen kann. Bin ich ganz ehrlich. Achso, naja, Ziege, okay, nee, ich glaube, das war... Oh. Hm. Ja, wir haben ja genug gespritzt. Ziege war, glaube ich, ganz am Anfang habe ich das nur gebraucht. Wenn du mich so schön anlachst, dann nehme ich dich auch noch mit. So. Die sammle ich ja sowieso sehr selten. Rote, blaue oder gelbe Blätter, die sammle ich sehr selten. Die nutze ich auch nicht so häufig. Ist ja logisch, dass man die grünen am meisten benutzt. Was möchtest du von mir? Wie soll ich da... Okay. Ist immer wieder eine Kunst, herauszufinden, was die von mir wollen. Nein! Oh Gott! Ich dachte, du springst da jetzt drüber. Junge, mach keinen Scheiß. Geld. Das Geld liegt auf der Straße. Also, du treibst mich in den Wahnsinn. Oh, was? 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 Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. So. Ja. So, hier. Oh Gott. Jason. Jason, ja. Danke. Hochhangeln wieder irgendwo. Hier. Ich hasse diese Türme, ich hasse sie. Hätten die da nicht einfach so einen dicken Gegner hinstellen können? Du hättest ihn weggeballert und dann wäre gut gewesen.
Oh Mann. Geht halt einfach auch mal 2-3 Minuten einfach nur dafür drauf, dieses Ding hochzuklettern. Oh nee. Da kann auch viel schief gehen. Wenn sich das einfach mal so schön verbuggt und dann sagt das Spiel, nee, ich halte mich da jetzt nicht fest. So, jetzt will ich aber mehr als so eine kleine Handknifte hier so. Mal ein ordentliches Gewehr, was die da bei sich haben, das will ich jetzt mal haben. Komm. 500 Erfahrung bringt das, das ist halt auch eine Menge. Ne, schon wieder nur eine Handknifte, aber... Wow. Ach, das ist Vektor, ja, das ist kein Sturmgewehr, sondern das ist eher so unter... Uzi zu verbuchen. Das ist noch ein grünes Blatt, das nehme ich. Das nehme ich noch mit. Halt. Die Maus möchte nicht immer so, wie ich möchte. Noch ein Funkturm. Oder den. Ich weiß nicht. Der ist halt so richtig schön hinter mir direkt. Ich glaube, da mache ich das Lager jetzt noch in der Folge und dann... Oh, da kommen schon wieder welche. Ja, dann mache ich noch das Lager in dieser Folge und in der nächsten Folge dann den nächsten Funkturm und noch zwei, also noch zwei Lager. Also wie gesagt, in den nächsten Folgen wird es jetzt hier mehrere Funktürme erstmal geben. Nicht mehr so Hauptstory-lastig, weil ich will erstmal wieder Waffen sammeln und ja, ihr kennt das ja von mir. Mittlerweile. Nochmal was getrunken. Ich glaube, die würden das auch nicht merken, wenn ich das Auto hier einfach so ein bisschen nach hinten schiebe. Das würden die nicht raffen. Ja, da bewegt sich ein Auto, ist doch völlig normal. Schwitz mir den Arsch ab. Oh, der hat jetzt so schön zu mir geguckt. Boah, wie der mich eigentlich schon dreimal gesehen hätte. Heilige Scheiße! So, dann war's das auch mit dir. Ihr habt jetzt alle diesen Bart, ja, das ist wohl Mode hier. Und Crystal Meth. Ein Crystal Meth Bart. Weiß nicht, ob es sowas gibt. Klingt logisch. Nein, eigentlich nicht, aber... Warum sollte man sowas nicht haben? Da ist es. Ja, das schaffe ich aber. Ja. Oh, nee, das... Wir machen es wie die Bergziegen. Obwohl die eigentlich hochkraxeln und... Naja. So. Und. Ja, vielleicht schaffen wir das ja von hier oben. Ah! Ich hoffe mal, er fällt da jetzt nicht runter. Nee. Ja, das wird spannend. Von hier das Lager einzunehmen. Hunde. Okay. Die können mehr oder weniger ein bisschen, sage ich mal, verstreut angreifen. Mehrere Gegner. Die sind aber auch schnell tot, ja, Hunde. Ah, hier. Dich kann ich, glaube ich, auch gleich so erledigen. Dann lasse ich die Hunde los. Was du machst, weiß ich leider nicht mehr. Ich glaube, mit diesem Blitz über den Kopf, ich glaube, das ist irgendwie Granatwerfer, Molotow oder irgendwie, also irgendwie so hartes Zeug. So, und du machst gerade Pause. So, du bist wahrscheinlich tot. Hier ist noch einer. Den habe ich völlig übersehen.
guckt mich so an. Das mag ich gar nicht. Da ist noch einer. Ich habe mir einen guten Standort rausgesucht, muss ich mal sagen. Ja, der macht den, oder? Ja. Gut, sehr schön. So langsam wird's doch. Ja, das war das Problem in den ersten Folgen, dass ich einfach auf keiner meiner Waffen Schalldämpfer drauf hatte. Wie will man da auch sneaky durchkommen, ne? Fast unmöglich. Ja. Das sieht doch hier erstmal ganz angenehm aus. Ich würde... Mache ich hier gleich weiter? 1, 2, 3, 4, 5 Funktürme noch. Die locken mich ja schon. Die reizen mich ja schon. Aber ich glaube... Ich würde ganz gern dahin reisen, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass wir in den nächsten Part... Ja, machen wir vielleicht doch mit der Hauptmission weiter. Um dann einfach mal zu schauen, was ich da hier... Womit ich rechnen kann von den Hauptmissionen, ja. Also, das können wir auch machen. Das ist ja ganz einfach. So, Quicksell. Haben wir das alles wieder rein. Es ist auch jeder glücklich und zufrieden. Und dann machen wir so, ich sag mal, Half-Measure. Also mal ein Funkturm, mal eine Hauptmission. Ich glaube, damit ist jeder zufrieden. Und ich hoffe, ich sehe euch dann auch in der nächsten Folge wieder zu Far Cry 3. Bis dann!